2020. Und über den Shutdown in den USA und die Auswirkungen auf den Goldpreis sprechen wir mit Günther Lulz von der Heidelberger Vermögensverwaltung. Schönen guten Morgen, Herr Lulz. Schönen guten Morgen, Herr Schick. Ja, Tag 2 nach dem Shutdown. Der Börse scheint es so ziemlich egal zu sein, auch wenn der Nickel deutliche Verluste heute eingefahren hat. Wird das Problem allgemein im Moment unterschätzt? Ja, ich denke, wir haben immer die gleiche Situation. Erst fliegen die Fetzen und dann verträgt man sich wieder. Das war vor 17 Jahren unter Bill Clinton so. Damals hat es zwar 3 Wochen gedauert, bis man sich geeinigt hat. Aber ich denke, diesmal sind die Fronten mehr verhärtet. Und weil sie stärker verhärtet sind, wird es länger dauern. Und da kommen dann 2 Situationen auf uns zu. Ja, jetzt kommt ja eben auch noch die Situation ab Mitte Oktober auf uns zu, dass die USA eben auf die Schuldenobergrenze zusteuern bei knapp 17 Billionen US-Dollar. Wie sieht es da aktuell aus? Würde jetzt ein Scheitern der Verhandlungen über die Schuldenobergrenze ab Mitte Oktober für die USA und für die Finanzmärkte, was würde das insgesamt bedeuten? Also ich denke, wenn man in Bildersprache spricht, ein Scheitern der Verhandlungen würde dazu einem großen Erdbeben gleichkommen. Und wir reden von einem Erdbeben, das wäre dann stärker wie damals die Bilder von Haiti. Und diese Zerstörungsgewalt, die da in den Finanzmärkten passieren würde, wäre gewaltig. Und wenn man das so sieht, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, was für Spiel betreiben die da zurzeit. Herr Lulz, jetzt wurden aber trotzdem einige Investoren auch auf dem falschen Fuß erwischt, weil man gedacht hatte ja, dass der Goldpreis im Rahmen des US-Haushaltsstreits da nach oben ziehen könnte. Warum tut er das nicht? Es ist so, ich sehe einfach die Situation, dass manche glauben, das ist alles so klar vorgeschrieben und es geht alles in einer klaren Linie. Aber wir wissen ja, dass neben der physischen Ware Gold auch das Papiergold eine wichtige Rolle spielt. Und mit diesem Papiergold haben wir die Gewissheit, dass wir die Situation haben, dass 57 Mal so viel Nachfrage bei Papiergold wie bei der physischen Ware ist. Wehe dem, die wollten eine Auslieferung von physischer Ware haben. Das ist wie in einem Fußballstadion. Das sind 10.000 Leute und 170 Leute, das sind also die Kartenreiser, die draußen die Karten abreißen, die kriegen dann noch was. Und der Rest, die 10.000, die da reinströmen, die kriegen nichts mehr. Können sich die Turbulenzen vorstellen, die da kommen. Jetzt gilt ja der Oktober, statistisch gesehen zumindest, als schwächster Börsenmonat, was die Entwicklung des Goldpreises angeht. Der November könnte dann wieder äußerst stark sein, so jedenfalls die Statistik. Sollten sich Investoren jetzt mit der Krisenwährung Gold absichern? Ein ganz klares Ja, aber das nicht nur wegen des Oktobers, weil die Statistiken sagen wir knapp, welcher Monat ist jetzt gerade der richtige. Wenn jetzt in China gerade die Ferien sind eine Woche lang und die Leute sich damit eindecken, ist die physische Ware nicht im Oktober erst gekauft, sondern die muss ja schon da sein, damit man sie mitnehmen kann. Also sind die Zahlen etwas immer verschoben. Und wenn ich an Indien denke, an die Hochzeitsmonate, die dann wieder vor uns liegen, muss auch die Ware gekauft werden. Aber das sind so viele Turbulenzen, dass ich nicht auf den Monat bezogen möchte, sondern wirklich auf den Zyklus beziehen will. Und wir haben heute die niedrigsten Lagerbestände aller Zeiten. Und wenn die niedrigsten Lagerbestände auf die Turbulenzen treffen, die vor uns liegen, dann frage ich mich wirklich, welcher Fallschirmspringer fällt aus dem Flugzeug raus ohne Notfallschirm. Und dann versteht man erst, was da auf uns zukommt. Jetzt gibt es aber auch Experten, die sehen den Goldpreis schon unter 1.000 Dollar auf uns zukommen. Was entgegnen Sie denen? Relativ simpel. Zu dem Preis können Sie heute nicht produzieren. Und wie lange wird eine Minengesellschaft bei 1.000 Dollar produzieren, wenn sie genau weiß, sie legen drauf? Und wir haben aktuell die Situation in Südafrika. Da sind 80.000 Minenarbeiter beim Streiken. Die fordern höhere Löhne. Das ist so wie vor einem Jahr. Nur damals kam es in den Nachrichten in ARD und ZDF. Weil damals gab es dummerweise auch 50 Todesfälle. Und es ist das Jahr rum, es gibt neue Verhandlungen und die fordern wieder 2-stellige Lohnerhöhungen. Das heißt, die Kosten werden weiter steigen. Und für 2016 werden wir Produktionskosten haben, mit All-In, also einschließlich Exploration, Finanzierung, alles was dazu gehört, von 2.000 Dollar. Und wenn die 2.000 Dollar bis 2016 nicht da sind, dann machen die Minen alle zu. Und dann gibt es kein Angebot. Und wenn es kein Angebot gibt und trotzdem Nachfrage da ist, weil Schmuck wird immer gefragt, dann bedeutet es, dass Nachfrage auf Angebot trifft, wo es nicht da ist. Und dann verstehen sie es richtig, die Preise. Das regelt der Markt von ganz alleine, weil es zu diesen Kosten nicht produzierbar ist. Und wie lautet dann Ihr Kursziel für Gold für die nächsten 12 Monate? Also 2016, 20, 2.000 Dollar, keine Frage. Dazwischen wird es leider Turbulenzen geben, weil wir können mit Papiergold auch jeden Preis gestalten. Aber das sind nur kurzfristige Gestalten, keine dauerhaften Gestaltungen.
Und wir können bei den Minengesellschaften, die fördern am Anfang meistens das hochgradige Gold, also 7 Gramm Gold pro Tonne. Und dann nimmt es meistens ab auf 5, 4, 6 Gramm pro Tonne. Das heißt, die müssen viel mehr Mengen bewegen, um die gleiche Menge Gold rauszuholen. Und bezahlt wird nicht die Mengenbewegung, sondern das Gold, was rauskommt für den Verkauf. Und das ist das Entscheidende, was die Minengesellschaften brauchen, damit überhaupt eine Betreibung der Mine stattfindet. Und das ist für alle Turbulenzen der Zukunft das wichtigste Maß. Was kostet es, damit ich an das Gold komme? Und das ist die Sensation. Deshalb brauche ich mir bei $1.000 gar keine Gedanken. Es kann passieren, es kann kurzfristig passieren, aber nicht auf die Dauer. Herr Luiz, haben Sie auch Minenwerte im Depot? Das haben wir auch, klar. Und welche können Sie da ein, zwei heiße Kandidaten unseren Zuschauern noch verraten, bitte? Das ist lieb gemeint, dass Sie danach fragen, aber dafür sind die Veränderungen zu schwankend, weil Sie heute wirklich alles berücksichtigen müssen. Sie müssen schauen, wo sind die Kosten für die Produktion, wie sind die aktuellen Produktionskosten, wie viele Reserven haben Sie noch im Boden, wo sind die aktuellen Goldpreise, Tageskurse, wie sind die Investitionen im Bereich Rohstoffen. Also es kommen viele, viele, viele Faktoren zusammen, die Sie täglich analysieren müssen, um dann wirklich gute Analysen zu geben. Und ich nehme mir nicht raus, dass heute jemand was hört und in 14 Tagen diese auf DRF-Fernsehen sieht und sich nochmal anschaut und dann meint, es ist der richtige Zeitpunkt. Man könnte ja auch in einen Index investieren, zum Beispiel in den Goldminenindex HOI, da sehen Sie auf jeden Fall höhere Kurse. Absolut, da sind wir also für jemanden, der nicht die Tagesschwankungen sieht, nach dem Motto vormittags gekauft, nachmittags reich. Also für jemand, der einen Zyklus mitnimmt, wird in diesem Zyklus, der jetzt mitzunehmen ist, deutlich höhere Kurse sehen. Und ich freue mich schon auf die Rohstoffmesse in München Anfang November, sodass wir also da wieder eine sehr geballte Ladung an Informationen geben können. Und da freue ich mich auch schon viel auf viele gute Gespräche, Herr Schick. Da wird dann das DRF auch vor Ort sein. Günter Luiz von der Heidelberger Vermögensverwaltung. Besten Dank. Das haben wir gerne gemacht, Herr Schick. Und ich freue mich, wenn wir uns auch auf der Rohstoffmesse wiedersehen wie letztes Jahr. Herzlichen Dank. Freue ich mich auch. Besten Dank. Danke, Herr Schick.